Hallöchen, ihr Ringelpiepchen. Jauts! Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Channel. Ja, wir sind zurück, wir spielen jetzt geile Scheiße. Ja, yeah, was? Ja, bestimmt. Also ja, wir haben 23:04 diesmal und das ist der zweite, habt ihr gesehen, ja. Das ist mal ein bisschen früher als sonst. Ja, tatsächlich. Die neuen Fernsehprogramme sind erstmal... Oh, Nachrichtenkanal, okay, was geht ab? Hallo? Okay. Okay. Ich weiß nicht, was los ist. Eine Anime-Episode wird vermisst. Nein! Ach stimmt, da war ja was. Bitte zum Sende. Okay, wir müssen die fünfte. Okay. Das ist meine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. Ah, das war seine Aufgabe. Aber er hat es verkackt scheinbar. Es ist hinuntergefallen. Okay. Such sie, bitte. Das ist die Episode, gib sie Magnetile von den PN Pokémon Nachrichten. Pokémon News, ja. Oh shit, okay, wir können den Anime nicht weiter gucken, solange wir die Episode nicht finden, aber wir haben ja die ganzen Busfahrtickets. Nein, Kinski, was ist so los? Oh. Ja. Hast du dir schon Pokémon News angesehen? Ja, gerade eben. Wir stecken in fürchterlichen Schwierigkeiten. Pichu Bros Folge 5 sollte heute auf Sendung gehen, aber die Episode ist verschwunden. Scheiße. Die Folge muss auf dem Gipfel des Mount Schneefall verloren gegangen sein. Mount Schneefall liegt eine kurze Busfahrt von deinem Haus entfernt, Claude. Können wir dich bitten, die verlorene Episode zu suchen? Wir zählen auf dich. Werde ich dafür bezahlt, oder? Nein. Na, vielleicht schon, keine Ahnung. Oh, das hätte ich fast vergessen, Claude. Dein Gemälde Missetat wurde bei der Auktion versteigert. Ja. Yeah. Wurde für 50 Poké-Dollar verkauft. Ich persönlich halte es für eine schöne Arbeit. Dankeschön. Ja, siehst du, meine Auzi ist für 69 gekauft worden. Ja. Sei nicht zu verschwenderisch. Nun muss ich mich aber wirklich verabschieden. Bis bald. Okay. Oh, Butogel ist sie. Ah, sorry, ich wollte dich nicht rufen. Nein, wie konnte man nochmal zurückgehen? Alles geht kaputt. Auf der B-Taste geht man zurück. Hör auf, es anzumachen! Ja, du hast ihm das gezeigt, ich sag da nichts mehr. Ich hab einen Kurzbutton. Wie ging das nochmal? Ah ja, okay. Du hast ihm gezeigt, wie man das Fernseher anmacht. Mehr sage ich dazu nicht. Scheiß gesendet! Ja, Kinski. Geh mal doch hin. Alles gut. Ah, jetzt mach doch mal die Scheiße hier auf, du Kleiner! Hallo! Oh, was hast du denn da Schönes? Bigao! Portugal! Yeah, tschüss, Mann! Okay, ein Paket mit dem bestellten. Ach so, stimmt, was kriegen wir sonst geliefert? Also, was ist los mit mir? Oh, geil, lecker! Ein Sammelkartenpäckchen! Oh, Corazon! Eine. Latias! Relaxo! Lushas! Und Janma. Oh ja! Die Cognito-Puppe, stimmt, ich erinnere mich. Oh ja! Oh, und das Suncan TV, stimmt, weil das andere schwarz-weiß ist. Ja. Ja. Aber ich würde mir wünschen, dass er einfach ganz normal Gott, wäre. Oh sieht der scheiße aus. Ich weiß nicht, ob ich da. Hey du, geh mal hier. Guck dir das Inkognito an. Kinski. Kinski bemerkt dich nicht. Oh, was ist denn das für ein TV? Oh. Ah. In der Puppe? Nimm's. Nimm es. Danke. Ui. Nimm es auf. Wow. Hast du gut gemacht. So. Wir sollten die Folge suchen, schätze ich. Oh, shit. Ja. Okay. Aber was ist das eigentlich? Warum haben wir... Ach so, damit er da hoch kann. Wie cool. Weil es viel Fernseher zu groß ist. Relativ hoch. Mal sehen, wie er aussieht. Natürlich hat es einen Gelbstich. Das hat halt aber nur einen Gelbstich. Nee. Das war das Falscheste, was sie machen können. Sie benehmen sich so blöd. Kinski hat das Spiel... Oh Gott.
Nee, das war ich versehentlich. Aber ich dachte, das Spiel zum Abschluss. Nee, alles gut. Oh Gott, ich hab mich gerade gefunden. Der Rage war einfach so groß, dass er... Ja, okay, so. Der ist normal, der ist besser. Ja. Das ist ein toller Fernseher, Pikachu. Ich denke, wir werden mal erst in den Garten gehen für die Abwechslung heute. Okay. Auf geht's. Wir können ja auch die neuen Programme erst ganz am Schluss gucken, wenn wir dann eher... Es gibt keine neuen Programme, Mann. Gab's nicht neue Programme? Allein bei Shop mit Chigi wird's wieder neue Sachen geben. Ne, erzähl's Quatsch. Erzähl mir nix. Guck mal, ein goldener Apfel. Ein goldener Apfel. Alter! Den gibt's auch bei Pokémon Mystery Dungeon. Der füllt den Hunger komplett auf. Das ist was ganz Besonderes, Kinski. Los, hol's dir. Ja, nimm ihn, Mann. Ja, cool, ne? Und jetzt ist ihn. Ja, jetzt bist du halt nicht mehr. Ja, er hat schon begriffen, dass er es selbst essen darf. Hier, guck mal auf den Eimer. Vielleicht ist da was Geiles. Na, willst du? Oder traust du dich nicht? Ach, na, muss ich mir erst überlegen. So eine Scheiße. Ja, was ist da drin? Und Kinski, hast du was gefunden? Oh, okay. Ja! Okay, sie aber wachsen sehr schön, dass sie regelmäßig gepflegt und gewässert werden. Yeah. Mit Ropi? Oh, hey, wer bist du? Hey, Hydropi, was geht? Willst du mir eine Frage stellen? Komm! Wozu dient die Flosse auf Hydropis Kopf? Sensor, Spielautomat oder Radar? Ich sag Sensor, unter Wasser ist es irgendwie immer so. Ich weiß, dass es Radar ist. Okay. Wenn ich jetzt falsch liege, dann weiß ich's nicht. Ja, siehste. Okay. Das weiß ich vom Anime, das weiß ich, ne? Oh yeah. Unnützes Wissen im Kopf. Hydropi! Gib her. Okay, gleich wird's witzig. Ja. Gib her. Oh nein. Hackfleisch auf die Spaghetti drauf. Okay, ich bin zufrieden. Oi. Hydropis Lieblingsbeere. Vegan! Ist sie schon gewachsen? Eine Siedelbeere. Wer sagt, dass Hydropi einfach das essen darf? Hydropi ist nicht ein Haustier. Er ist erfreut. Yeah. Aber schön, dass es ihm... Sieht so aus, als ob Kinski weinen würde vor Freude. Kinski kommt gar nicht mit klar. Oh. Das war scheinbar sehr lecker. Geil. Hat sich gelohnt, Pflanzen zu gießen. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt gar nichts, ne? Was ist das eigentlich? Kannst du mir sagen, was das ist? Ich glaube, das hast du letztes Mal schon. Ja, ich glaube, ja, ich erinnere mich daran, aber ich... Keine Ahnung. Naja, wir konnten nochmal darauf... Ach so, indem wir auf das Schild geklickt haben, genau. Aber hey, wir haben quasi, indem wir diese Pflanze angepflanzt haben, haben wir Hydropi herbeibeschworen. Das ist richtig, ich glaube, der wäre sonst nicht gekommen. Ja. Oh ja. Oh yeah! Ah, das ist zwillig, das... Oh ja, Pflanzen können wir jetzt mal wieder fragen, weil wir stimmt, haben ja... Stimmt, den verkackt. Haben wir verkackt. Was war nochmal die Frage? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie wir geantwortet haben. Was haben wir nochmal geantwortet? Achso, okay. Wir haben gesagt, um sich auszudrücken, aber ich glaube aus Rebellion diesmal. Er ist Pokémon. Okay, yeah. Wenn ich schon vom letzten Mal aus Rebellion gemacht habe, dann, ja dann, sorry. So ist das halt, ich bin, oh, was ist mit dir los? Alles okay? Sphärlicht. Ja. Ich glaube schon, ja. Möchte anscheinend einen Ball haben, okay. Suchen wir nach einem Ball, Zwirlich. Warum auch immer, du hast keine Füße, aber du willst einen Ball. Aber du hast noch nicht mal Hände, glaube ich. Oder? Er hat doch er hat Hände. Diese Hände, die. Aber. Wow. In dem Loch war doch letztes Mal der. Na los, hier, Bimme. Hier, springt rein. Ich hau dann einfach ab. Also, ah. Na? Los, hol Gehst den Ball! Du? Was ist los? Gabi, ja, das Loch untersuch es und hol den Ball. Bitte, es gibt hier sonst nichts.
auf. Zwirrlicht. Zwirrlicht hilft einfach gar nicht, ey. Guck zu. Gespannt zu. Oh, ein Ball. Ah. Hey, guck mal. Wir haben einen Ball gefunden. Zwirrlicht. Ah, vielleicht muss man das so oder so machen. Wir haben es einfach beim letzten Mal gemacht, ohne das zu wissen. Weißt du, dass man das machen muss, damit man überhaupt mit ihm reden kann. Das kann sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir eine Dings hier bekommen. Nochmal. Ja, gibt her. Oh, doch nicht. Wir kriegen Geld. Das ist auch gut. Warum auch immer er Geld uns gibt für eine Frage, die wir beantworten. Hier, guck mal. Oh, auf den Ball hat Zwirrlicht sehen Sie sich. Ja. Ach, sogar mit drei Ausrufezeichen. Hier, nimm. Das ist bestimmt deiner, ne? Oh. Ja, den Was war das für ein Gesichtsausdruck? Oh, doch, er hat ja Hände. Gut. Kitzel, kitzel. Oh mein Gott, eine Zwirrlichtlampe. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Okay, das hat sich wirklich gelohnt. Das hat sich für mich komplett gelohnt. Zwirrlichtlampe ist cool. Aber wozu ist die gut? Vielleicht gibt es irgendwo einen dunklen Ort, wo wir sie gebrauchen können. Oder ist es einfach fürs Zimmer? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich hatte gerade einen Einfall bei der Pose, die er gemacht hat, aber ich glaube, ich werde das nicht umsetzen, nein. Ich glaube, ich werde das nicht umsetzen. Ist okay, musst du nicht. Ich glaube, das wäre eh politisch nicht sonderlich korrekt. Ist okay, nee, lass es besser. Werde ich es lassen? Ja, du wirst es lassen. Ja, ich denke auch. Okay. Der Humor. Was haben wir hier? Ist vielleicht nicht. Warte mal, was wollte ich machen? Ah ja, wo ist die Zwirrlichtlampe jetzt? Die ist nicht da, okay. Dann ist es vielleicht so, dass wir sie noch gebrauchen können. Naja, wir suchen die Anime-Folge hier. Yes. Auf geht's, Pikachu-Boy. Wir hatten auch noch mehr Gebiete, zu denen wir fahren konnten, oder? Meine ich. Meine, wir hatten nicht nur. Oh, da sind sie wieder. Oh, da ist der Bus, Alter, nach Ja. Ich will da hin, auch wenn es nicht zum Mount Snowfall oder was auch immer ist. Ich will jetzt nach der Zeit. Oh je. Du dumme Sau. Du dumme Sau. Du dumme Sau. Du dumme Sau. Musst es ja nicht fressen. Du musst es ja nicht fressen. Oh, Alter, hier ist ein. Hey, nicht wegrennen. Ich muss dich ansprechen. Hey, Pipi. Oh nein. Was? Suckleferry. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, das. Oh mein Gott. Genauso wie bei Funpi. Was sammelt Pipi in seinen Flügeln, damit es gleiten kann? Es hat Flügel? Ja, ja, es hat hinten Flügel. Kleine. Aber es sammelt Mondlicht. Mondlicht, echt? Yes. Oh, holy shit, sowas wüsste ich gar nicht. Kommst du hier wieder mit deinem Pokémon? Es liegt daran, dass es sich mit einem Mondstein entwickelt und das ist eigentlich das Mond-Pokémon und sowas und ja. Oh, warte. Oh Gott. Okay. Bin zufrieden. Gut. Alter, hier ist ein Pilz! Oh. Ist ihn auf, Mann! Wie ist den Shroom? Der ist blau und hat Sterne drauf. Kannst du ihn essen? Darf es das rösten? 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 Ja. Rösten, oder nicht? Oder ist rösten? Rösten. Oh. Alter. Hast ihn geröstet, Alter. Und jetzt? Das kann er ihn essen, ne? Röste den auch mal. Lass uns mal alle Pilze rösten. Vielleicht bringt das was. Oh Gott, nein, frag doch nicht jedes Mal. Mach einfach. Kinski, manchmal machst du einfach so den Fernseher an. Vielleicht? Oh. Frag nicht hier. Ein Clefairy. Hast du gut gemacht. Hier, nächster Pilz. Vielleicht sollten wir hier so einen kleinen Cut setzen? Oder? Ja. Ich schneide das später ein bisschen raus. Nimm, was ist los mit dir? Er braucht seine Zeit, Mann. Ah. Du kannst von Kinski nicht so viel Arbeit auf einmal machen. Das ist doch Human. Lang.
Hä? Ja, Pizza isst ihn auch. Einen wollte er rösten und den isst er jetzt? Mann. Dann guck dir den Shroom an, ey. Schaut sich irgendwie. Hier. Okay, warte mal. Er hat ihn ja hier blau gebacken. Und jetzt mal sehen, ob er ihn jetzt essen möchte. Mal sehen, was es ihm bringt. Vielleicht hier, vielleicht wollte er den Geschmackstest machen. Kann ja sein. So. Was ist los mit dir? Er hat keinen scheiß Pilz gegessen, Mann. Ja, er isst ihn nochmal. Nee, selbst wenn er geröstet ist, mag ich ihn nicht. Lass mal bleiben. Muss es ja nicht fressen. Geil. Muss es ja nicht fressen. Er schmeckt mir überhaupt nicht. Du musst es ja nicht fressen. Das Bett buckern, Imri. Du musst mir nicht erzählen, wann ich zu essen kriege. Das Bett buckern im Regen fliegen, da seine Flügel wie beschaffen sind. Wir sind kurz, wasserabweisend, leicht und blau. Leicht und blau. Wasserabweisend, schätze ich. Würde auch sein. Wow. Leicht und blau ist auch so eine geile das Antwort. Smetbo. Ah, Smetbo okay. Haben sie übersetzt. Wow, dankeschön. Clefairy. Oh yeah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das tut dir in den Ohren weh. Ja, irgendwie schon. Was ist das? Zurück zur Bushaltestelle. Ich will zum Camp Sternenfeuer. Yeah. Ja. Mal sehen, was passiert. Mal sehen. Oh, okay. Er stand auf dem Pilz. Pikachu. Yeah, Kinski. Yeah. Oh. Was ist das? In einer Klarnacht schau hinauf zu den Sternen. Abkürzung in Italien. Sagen wir mal Hallo zu dem Ding. Hey, Flemmi. Flemmi, ja. Ja, wie heiß ist das Feuer, das Flemmi speit? Schießt 1000 Grad. Ja, wir überschätzen ihn ein bisschen. Wobei, wahrscheinlich seine Weiterentwicklung hier. Oder? Nee, ist es richtig. Oh, okay. 1000 Grad heißes Feuer, geil. Aber sieht er so süß aus. Ja, richtig brandgefährlich, wenn du verstehst. Ich hasse mein Leben. Danke. Oh Gott. Hey, Gekkabor. Gekkabor, hat er es gesagt? Ja. Kann sehr gut auf Bäume klettern, weil es was an seinen Füßen hat. Saugnäpfe. Echt? Oh ja, okay. Hat er. Er ist ein Gecko. Ja. Was? Die kleinen Halten. Okay. Du. Nächstes Mal, sag ich dir. Den hatten wir doch schon. Ah ja, stimmt eigentlich. Oh, egal, vielleicht hat er noch was. Als Spielautomat. Nee. Spielautomat. Montana. Die Truppe, ey. Gib mir den Shit. Oh ja. Oh yeah, gib mir. Oh yeah. Alter, was ist das für eine Melodie? Die ist richtig heftig, oder? Irgendwie auch richtig präsent, ich weiß auch Beste. Nicht. ist er süß. Er ist der beste Wolf. Ist er süß. Was passiert, wenn du ein Felino mit bloßen Händen anfällst? Dein Herz rast, deine Hände schmerzen. Du bist benommen, oder? Ich hab keine Ahnung. Oder? Ich denke auch, oder? Komm schon. Bitte keine Schmerzen. Nein! Ich will aber ein Felino umarmen. Vielleicht hätte ich mein Herz rast nehmen. Aber nur gut. Nun ja, mein Boy. Weil es so süß ist. Ja, was willst du von mir? Okay. Das Wetter ist heute sehr schlecht, die Sterne sind nicht zu sehen. Verdammt! Irgendwann Dreck. Anders vielleicht. Ja, Mann. Weiß gar nicht, ob wir das zeigen. Vielleicht doch. Keine Ahnung, vielleicht schon nicht. Weiß Post. Nicht, ob man da irgendwas Spezielles sehen kann dann oder wirklich nur die Sterne. Ja, so viel zum Vertania-Wald gehen wir zurück. Bigger, bigger, yeah. Auf geht's. Geil. Vor dem Haus. Aber damit muss ich sagen,
bis zum nächsten Mal. Der Vatania, yes. Da werden wir nicht nochmal. Nächstes Mal. Tschüss. Wenn wir auf die Suche nach der Folge gehen, yeah. Ja. Ja. Scheiße.